Hört ihr das schon? Oder seht ihr es auch? Die Flammen verbreiten sich schon auf der Kapelle, wahrscheinlich von dem Feuer, welches damals dieser eine Patient verursacht hat. Wir scheinen schon sehr in dieser Zeitrichtung hinzukommen, wo wir damals beim Ende waren. Und wir sind aber auch jetzt hier, bei Outlast Whistleblower, schon bald am Ende. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Outlast Whistleblower. Ey, die Musik. Beim letzten Mal sind wir wieder in die Hände von Kluskin geraten und haben es geschafft. Er ist tot. Ja, unsere Mission ist jetzt immer noch die alte. Findet den Schlüssel zur Männerstation. Aber wir finden schon mal ganz andere Sachen. Hier, die Kapelle, sie brennt. Das haben wir sofort aufgenommen. Ach, das ist die Kirche. Hä? Die haben doch immer gesagt, das ist die Kapelle. Ah, egal. Eine brennende Kirche. Und jetzt sagen die wieder Kapelle. Was? Kapelle, Kirche? Egal. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wie ist Gott? Nee, wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Warum sagst du... Egal. Also, wir müssten jetzt in der Richtung des Endes sein. Weil ich beim letzten Mal gesagt habe, die Musik... Was? Wer ist das denn? Das sind solche Security-Leute, oder? Warte mal. Ich muss aufpassen, weil beim letzten Mal habe ich die falschen Knöpfe gedrückt. Das ist Tracker. Die suchen da jetzt alles ab. Und das haben wir auch gefilmt. Einer geht hoch, der andere ist hier. Treffen wir die jetzt? Ich meine, ist das jetzt ja auch, dass wir wieder im Kreis laufen? Da liegt der Richard Tracker. Tot, natürlich. Von der Aktion von Miles aus dem ersten Teil. Diene und Beschütze. Private Polizisten. Söldner, private Armee, wie auch immer die sich jetzt nennen. Sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus, entkommen. Genau. Das ist immer noch unser Ziel. Wir tun es humpelnd, weil... Die schießen da. Mein Gott. Der ist da jetzt eben lang. Da ist ein Dokument! Nach all den Jahren habe ich wieder ein Dokument gefunden. Da muss ich hin. Erstmal ein Dokument lesen. Weil beim letzten Mal habe ich schon angedeutet, ich würde gerne mal wieder ein Dokument von der Scheinschwangerschaft sehen. Oder überhaupt ein Dokument, weil die letzten Dokumente sehr interessant waren. Von daher, hoffnungslos. So, und diesmal auch vielleicht wieder darauf achten, wer was an wen geschrieben hat. Das ist von Helen Granite an Croup. Ja, okay. Betreff Rudolf Wernickes Ausstieg. Okay, der Dr. Wernicke schon wieder. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Austritt von Rudolf Wernicke aus den Tranken und finanziellen Systemen von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allein möglich Verdächtigungen... Nee. Warte mal. Nochmal, sorry. Sein fortgeschrittenes Alter, ja, sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeitern und den Angestellten entgegenwirken.
in Klammern, welche ihn netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Aha, also das war schon nach seinem Tod. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten so, so und so bereits geplant. Wir alleine sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Aufpassen, was da jetzt kommt. Meine Wissenschaftler haben Wernigers Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ach so, das war, okay, wahrscheinlich, bezogen auf Projekt Wallrider und nicht auf die Scheinschwangerschaft. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweisen Erfolg mit seinem Patienten Billy Hope, in Klammern, und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressourcen ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschmiert ist. Ja, doch, abgeschmiert. Keine Ahnung. Hier, um Frauen zu... um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Granite, Marcroft Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Doch eine Anspielung auf die Scheinschwangerschaft? Wer weiß, wir müssen hier lang. Die schießen immer noch auf Leute. Hier. Da stehen die einfach. Sichern das, sagen wir mal, ab. Okay. Unbekannter Angreifer? Was? Hier ist Tracker! Warte mal. Was ist hier? Nee, warte mal. Ich laufe schon wieder besser! Die haben mir die Türen zugemacht. Keiner kann rein. Keiner kann raus. Kann ich verstehen. Und du, Richie? Siehst nicht so gut aus. Damals fand das Miles ja gar nicht so schlimm, dass er gestorben ist. Mein Kopfhörer. Aber wir denken uns nur, ach, der arme Mann. Was ist nur mit ihm passiert? Wer konnte ihm sowas antun? Ja, wir wissen es nicht. Kann ich hier lang? Nein. Vielleicht finden wir noch ein paar Dokumente. Wer weiß. Hier, die brennende Kapelle, Kirche etc. Wieso muss jede Tür zu sein? Ich meine, ich erwarte nicht richtig einen Gegner. Es ist aber nur, warum? Okay. Und daran merkt man jetzt auch schon wieder mal, Outlast führt einen dorthin, wo man auch hin soll. Also halt... Wir sind hier. Sind wir in einem der Verwaltungsblöcke? Sieht so aus. Okay, bevor irgendein Speicherpunkt kommt, wo wir nicht mehr lang können, ich suche hier alles nach. Okay. Die Mitarbeiter, das haben wir schon alles gesehen. Oh, kommt darauf an, wo genau wir jetzt sind. Wir sind hier. Hier wurde abgesichert. Könnt ihr euch noch hier dran erinnern? Hier sind wir langgelaufen mit Miles. Wir sind hier langgelaufen. Der Fernseher hat uns erschreckt. Warte mal. Hier kann doch irgendwas sein, oder? Eine Batterie. Irgendwas. Ja, hier ist alles abgesichert worden.
Alle Türen sind zu. Alle Sachen. Das Dokument ist nicht mehr da. Leute, hier lag ein Dokument. Wir haben das damals mitgenommen. Diese Zeitraffer, die hier entstanden sind, sind so toll. Ich liebe das. So, dieses zeitversetzte, zwei Story-geteilte. Also jetzt nicht richtig so Story-geteilt, aber das ist halt so ein DLC zu Outlast 1 Gump. Okay, drei blinde Träumer. Hat immer noch was zu tun mit diesen drei Patienten. Okay, das sind die drei Patienten von Mycroft Psychiatric Systems, Mount Massive, nach Mycroft ARD. Oh, die ARD, huh. Zeichner Einrichtung. Okay, Warnung. Level Triple Schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, psychischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern. Überdruckkammern? Sind das nicht diese ohne Vakuum? Egal. Sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzinationen angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind psychisch blind, aber nicht unsehend. Das heißt, die haben einfach alles ignoriert, was sie vielleicht gemacht haben. So, Anmerkung. Sicherheitsfreigabe für Projekt Warrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten, so, so und so. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingerichtet werden. Okay. Das heißt, die haben das Projekt Warrider bei denen nicht durchführen können. Auch mal interessant, sowas zu hören. Ey, es sind so die alten... War hier ein Dokument? Nee, bei dem anderen war eine Batterie. Oh. Und das ist ja auch neu, oder? Die haben ja auch geschossen. Wahrscheinlich. Kann eigentlich nichts mehr sein, oder? Nein, hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Natürlich kein Spiegelbild. Waschbecken voller Blut. Hier kann ich nicht ran. Oder hier lang. Okay, wo bin ich jetzt genau? Ich bin hier! Warte mal! Ja! Das wurde ja auch alles zugemacht. Geil. Also nicht geil, aber... Alter. Wie man es kennt, noch mehr Verwüstung wahrscheinlich. Die Bibliothek ist auch zu! Hier sind wir damals lang gegangen. Hier sind wir rausgekommen. Hier, das war zu! Warte mal. Kann ich hier lang? Nein. Aber hier. Das war die Stelle. Wir hätten hier durchgekonnt. Und Chris Walker hat uns runtergeschmissen. Als Miles Asper. Jetzt können wir hier runter. Wir sind dem Ende nah, Leute. Dem Ende so nah. Die Tür ist offen. Das... Was wir als Miles nicht mehr geschafft haben, könnten wir vielleicht als Wayland Park schaffen. Das hier ist auch zu. Was ist denn hier unten? Ist das auch zu? Ja. Alles abgesichert. Von innen und von außen. Okay, von innen war es wahrscheinlich irgendjemand. Konnte ich da... Nee, konnte ich nicht. Achso, das ist der Fahrstuhl. Hm. Was war hier? Da war der Typ. Da lag der eigentlich. Und... Wer liegt? Jeremy Blair. Wir haben ihn aufgenommen. Was? Mr. Park. Nö. How the fuck are you still alive? Ja, siehst du mal, hä? Meg,
make a deal? You help me, I'll help you. God, I'm stuck like a pig. Nö. Hast du einen Knall? Wir helfen dir nicht. Wir helfen dir nicht. Hast du einen Knall oder was? Hast du einen Vogel gefressen? Ich soll dir helfen? Nach all dem, was du mir angetan hast? Kann ich glaube nicht hin, oder? Löse ich da dann irgendwas aus? Ich schaue mir erstmal die Notiz an. So, Jeremy Blair. Wunderschön, hätten wir es nicht... Falscher Knopf. Wunderschön, hätten wir es nicht schreiben können. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte häuten mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden, tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Ist das unsere letzte Notiz an Lisa? Kann ich an ihm vorbei? Ich glaube nicht, oder? Oh Gott. Das Elend vor uns. Help me up. Please. Soll ich machen? Scheiße. Natürlich hatte der Dude ein Messer. No one can know. No one. Doch. Der Wallrider. Lecker. Scheiße. Wir bekommen sowas von eine Blutvergiftung. Können wir das aufnehmen? Ah. Oh. Scheiße. Kann ich das aufnehmen? Nicht? Boah, okay. Ich versuche einfach so schnell wie möglich. Jetzt sind hier auch die ganzen Autos. Die standen vorher nicht da. Kann ich springen? Doch, ich kann springen. Aber das ist eigentlich jetzt nicht so. Da ist das Auto von Miles, mit welchem er damals hierher gekommen ist. Die Tür zu diesem Häuschen ist auch zu. Wir werden das jetzt machen. Auf Wiedersehen, Mount Massive. Wir sind jetzt endlich frei. Drücke X, um Miles Jeep zu benutzen. Das war nicht der Wallrider. Ach komm, jetzt betätige doch einen Gang. Schön nochmal rückwärts fahren für die... Ach du meine Güte, das ist der Wallrider gewesen. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive. And we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you?
drücke X, um das Bildmaterial hochzuladen. Ich weiß nicht. Es gibt doch keinen anderen Weg, oder? Mister? Wir sind entkommen. Uns geht's wieder gut. Wir sind wahrscheinlich wieder zu unserer Frau, zu unseren Jungs. Aber natürlich hat das Hochladen des Bildmaterials einen Nachteil. Wir werden sterben, wahrscheinlich auch unsere Frau, unsere Kinder. Wenn wir es nicht machen, wird Marcroft nie dafür bezahlt werden. Oder niemals dafür Strafe zahlen müssen, was wir durchmachen mussten, was wir für Leute kennenlernen mussten, was für Situationen wir erlebt haben. Das würde niemals an die Welt, an die Menschen kommen. Und da wir keine andere Wahl haben, außer X zu drücken und es keine andere Möglichkeit gibt, muss ich leider es tun. Es tut mir leid, Waylon. Du warst mit Abstand der tapferste Spielcharakter, den ich je kennenlernen durfte. Und ich hoffe, du bekommst endlich deinen Frieden. Auf Wiedersehen. Und damit darf ich offiziell sagen, war es das mit Outlast Whistleblower. Ein Spiel, welches mich immer wieder fasziniert hat. Ein Spieleteil der Outlast-Reihen, der mich am meisten berührt hat. In sehr vielen Hinsichten. Es war für mich mal wieder eine große Ehre, Outlast Whistleblower zu spielen. Gerade nach dem ersten Teil von Outlast war es für mich eine große Ehre, wieder Outlast Whistleblower zu spielen. Ich meine, ich habe schon öfters gesagt, ich finde Outlast Whistleblower einfach gut gelungen. In jeder Hinsicht. Ein Teil, den ich jetzt noch mal kurz beitragen will, so ein paar Sachen, die, ja, wie soll ich sagen, mir einfach wichtig sind. Und zwar hätte ich es cool gefunden in irgendeinem Sinne, dass man vielleicht gesagt hätte, okay, zu dem Ende jetzt. Du hast die Möglichkeit, das ganze Zeug, was wir jetzt mit der Kamera aufgenommen haben, was wir eingesammelt haben, die ganzen Dokumente und das, die ganzen Beweise in dem Sinne, hochzuladen und somit, sagen wir mal, dass halt Marcroft, sagen wir mal, dafür steht und dass sie, sagen wir jetzt mal, ihre gerechte Strafe bekommen. Aber halt mit der Konsequenz, dass wir sterben. Und das ist jetzt auch so geschehen. Wir sind wahrscheinlich gestorben, weil wir wussten auch zu viel. Und unsere Frau und unsere Familie insgesamt musste wahrscheinlich auch darunter leiden. Und ich hätte es einfach nur cool gefunden, hätte es vielleicht zwei Endings gegeben. Halt dieses Ende, okay, ich betätige diesen Knopf, ich lade das Bildmaterial, die Sachen, die ich gefunden habe, hoch und ich sterbe. Und halt ein anderes Ende, okay, ich tue es nicht. Marcroft oder Mount Massive wird niemals diese Strafe bekommen, die sie eigentlich verdient hätten, nach den ganzen Experimenten, was man immer gehört hat. Und eigentlich wäre alles cool. Das wäre vielleicht so ein Punkt gewesen, wo ich wirklich gesagt hätte, okay, das hätte man vielleicht einbauen können. Ja, und dann halt noch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel halt, dass der, dass die Dialoge nicht alle ins Deutsch übersetzt wurden. Wir hatten das ja mal kurz am Anfang von Whistleblower. Wir hatten es dann noch mal ein bisschen in der Mitte von Whistleblower, dass halt einige Textzeilen nicht richtig übersetzt wurden. Ist aber okay, eigentlich sollte es dafür so sein, natürlich für die deutschen Spieler auch, dass die deutschen Spieler halt checken, okay, das geht jetzt gerade ab, das ist das und so ist das. Aber wie schon gesagt, wenn es nur so Kleinigkeiten sind, dann versteht man das natürlich auch. Vielleicht wollte man auch an Geld sparen, ich weiß nicht. Und ja,
Sonst eigentlich gab es keine weiteren Einwände. Nee, also ich finde auch die Einbindung von, ja, von diesem persönlichen, was man halt in allen Outlast-Teilen gemacht hat. So dieses, wenn man irgendwas gefunden hat, also das bezieht sich jetzt eigentlich nur auf die Notizen. Also die Sachen, die man halt selber aufgenommen hat und dazu halt nochmal was geschrieben hat. So dieses Persönliche mit einbringen, das, wie schon gesagt, das hat man sehr wenig in Spielen. Und es ist halt wirklich so, das ist nochmal sowas, dann bekommt man auch nochmal einen Eindruck von dem Spiel, also von der Spielfigur selber. Jetzt, wie schon gesagt, in dem Fall bei Whistleblower ist es halt so, Waylon hat irgendwas gesehen, hat das natürlich als erstes aufgeschrieben und hat halt auch immer wieder seine Frau Lisa erwähnt, dass er halt unbedingt für sie kämpfen will, hier rauszukommen, dass er auch für seine Kinder, für seine beiden Jungs, auch Mount Massive so schnellst wie möglich verlassen will, um halt wieder bei seiner Frau und bei seinen Kindern oder insgesamt bei seiner Familie zu sein. Und ja, wie schon gesagt, das ist halt so dieses, was mich halt auch von Anfang an berührt hat. Damals schon und auch heute wieder, wenn ich das halt wieder hier gespielt habe, muss ich wirklich dazu sagen, es ist einfach für mich, sagen wir mal, in irgendeiner Hinsicht gelungen. Wie schon gesagt, ich finde diese persönliche Einbindung von den Charakteren, das hat nicht jedes Spiel, muss ich wirklich dazu sagen. Ich hatte es letztes Mal auch gesagt, hier The Beast Inside ist auch ein Horror-Game. Das hat es auch nochmal so rübergebracht, dass der Charakter halt irgendwas gefunden hat, gesagt hat, okay, das ist das und was er halt darüber denkt oder was er halt darüber weiß, halt so dieses Persönliche mit eingebracht. Das finde ich halt richtig cool. Und wie schon gesagt, das hat halt Whistleblower halt richtig gut rübergebracht. Und ja, wenn ich jetzt nochmal richtig hart sein will, kann ich auch sagen, ja, die Grafik war nicht toll. Okay, wie schon gesagt, was konnte man damals machen? Damals, es war 2013, 14. Der erste Teil ist 2013 rausgekommen. Also jetzt hier dieser Part, Teil von dem ersten Teil, das DLC Outlast Whistleblower, ist ja damals auch ein Jahr später rausgekommen. Und damals waren die Grafikkenntnisse, die wir heute haben, im Jahr 2020, nicht die, die es damals waren. Also wie schon gesagt, die Spieleentwickler entwickeln sich immer wieder weiter und man sieht auch die, sagen wir mal, Ergebnisse davon. Das hat man, ja, dass man halt jetzt so mal den Vergleich sieht mit Outlast und, was weiß ich, welches Spiel war Grafik auch cool? Ja, das Remake von Resident Evil 2. Das ist, wie schon gesagt, ich kannte niemals das Original von Resident Evil 2. Aber das Remake von dem Spiel, das sieht einfach so grafisch geil aus. Und fast echt so. Als ob das, ne? Und das, wie schon gesagt, damals konnte man damit noch nicht so viel machen. Wegen Whistleblower jetzt. Deswegen bin ich da auch jetzt nicht so pisst. Was hängt hier gerade? Alles? Nee, okay, gut. Ja. Das, von daher, eigentlich eine positive Einschätzung. Und Leute, ich glaube, ihr wisst, was jetzt ansteht. Weil wir jetzt Outlast Whistleblower durchgespielt haben, werden wir wahrscheinlich demnächst schon Outlast 2 anfangen. Und ich bin auf irgendeiner Seite ein bisschen aufgeregt, weil ich schon lange nicht mehr Outlast 2 gespielt habe. Wirklich lange nicht mehr. Und ich auch halt nicht weiß, was passiert, weil ich halt einige Stellen nicht mehr weiß. Und ich wirklich auch gespannt bin, wie das so bei euch ankommt, weil ich jetzt halt auch gesehen habe, okay, wenn ich halt jetzt so Outlast 1 oder so hochgeladen habe, da ist es halt so bei euch so, okay, so richtig Horror mögt ihr nicht. Aber halt, wenn jetzt zum Beispiel sowas kommt wie The Wardrobe oder so, oder halt The Town of Light, was halt nicht so auf Horror basiert, sondern mehr so Mystery, Puzzle, Point and Click sein will, da geht ihr halt richtig ab. Und wie schon gesagt, ich wollte mich halt nicht jetzt auf ein Themengebiet von den Spielen halt, sagen wir mal, befassen und halt nur Horror zum Beispiel machen. Ich habe das ja schon am Anfang erzählt. Ich wollte halt die Genren Horror mit einbringen, so Mystery-Adventure und halt Point-and-Click und was gibt's noch? Top-Down-Spiele, First-Person, Third-Person und was weiß ich. Also wie schon gesagt, es muss nicht unbedingt jetzt
Outlast sein. Dafür habe ich noch andere Spiele hochgeladen. Deswegen, von daher, werde ich jetzt nochmal es kurz erwähnen, weil ich selber nicht glauben kann. Wir werden bald Outlast 2 beginnen. Und es wird die schreckliche Zeit meines Lebens werden. Wieder ein Teil meines Lebens, was wieder schrecklich wird. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder beim nächsten Mal rein, wenn ich Outlast 2 anfangen werde zu spielen. Und Leute, wenn ihr diesen Part, wenn ihr das Ende von Outlast 2 so genossen habt wie ich, dann gebt einen fetten Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Abonniert diesen Kanal hier, wenn ihr Outlast nicht verpassen wollt. Oder auch meine anderen Spiele. Wie schon gesagt, ich lade nicht nur Horror hoch. Schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. Abonniert auch meinen Hauptkanal. Ich habe einen Hauptkanal, der heißt nur DamaRip. Dieser heißt ja hier DamaRip Gameplay. Und am Ende des Videos ist nochmal ein Video verlinkt, welches wahrscheinlich nicht noch zu dem letzten Teil von Outlast Whistleblower kommt. Das mache ich wahrscheinlich am Anfang des Videos, sondern nochmal ein anderes Video. Wahrscheinlich The Wardrobe oder irgendwas. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Oder einen schönen Nachmittag, Abend. Je nachdem, wann ihr das schaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin. Tschüss.